Dass das mit Unge passiert ist in Deutschland jetzt, hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich war eigentlich überrascht, dass es so lange gedauert hat. Ich bin urgeil. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview, und zwar mit Rob Bubble heute. Hallo. Und ich würde sagen, wir starten sofort. Und zwar, wann und wie bist du denn auf YouTube gekommen? Das ist eine längere Geschichte. Ich habe YouTube schon entdeckt in 2006, war das? Damals Podcast produziert, und das war damals so das Ding. Irgendwie alle haben irgendwie Podcasts gemacht, da gab es noch nicht YouTube. Und war deswegen einfach viel in dieser Szene unterwegs, in diesem damals noch so User-Generated Content, Web 2.0, was die halt Blogs geschrieben haben. Das war damals noch so der Shit. Und da kam dann aus Amerika dieses, oh, Leute machen jetzt YouTube-Videos. Da habe ich mir das damals auch schon angeguckt, auch einen Kanal angelegt und auch ein Video produziert in 2006. Hat natürlich in Deutschland dann keiner gesehen, weil kannte noch keiner. Aber das war mein Anfang, und habe dann auch angefangen, damals gab es dann erst nur amerikanische Content-Creator und dann irgendwann ganz am Anfang auch schon Cold Mirror. Und das war so, hab dann geguckt und bin dann auch immer bei YouTube geblieben seitdem. Okay. Und was sagen deine Eltern zu deinen Videos? Kennen die Videos überhaupt? Also meine Eltern gucken die auch immer wieder, sie verstehen sie nicht meistens, manchmal. Okay. Und lachen dann eher über den Slapstick-Humor oder sowas und nicht über die, also wenn ich zum Beispiel Witze über YouTube oder so mache, dann klar, ist ein bisschen schwieriger zu verstehen. Aber die Sachen, die so ein bisschen allgemeinverständlicher sind, die finden sie auch lustig und so. Sie sind da sehr unterstützend, finden das toll, dass ich das mache. Also, okay. Ja. Und hast du ein Lieblingsvideo von dir selber, wo du so sagst, das ist so das Beste, was ich je gemacht habe? Puh, das beste Video, das ist natürlich jetzt eine schwere Frage. Also ich mag das, die Let's Draw und Kelly Parodie, das Video. Das ist eins meiner Favorite. Ansonsten Die Mitarbeiterreihe ist, finde ich persönlich, ist sehr gut gelungen. Also auch das erste Video von dem Style hat mir das sehr gefallen, dieses Fake-Documentary-Ding. War aber nicht für jeden. Also viele haben den Witz nicht verstanden, aber ich fand es sehr lustig. Ja, also es ist natürlich immer Geschmackssache. Aber das also so, die Let's Draw-Parodie fand ich, also das Video insgesamt, war eines der besseren Parodien. Und jetzt noch nicht der YouTuber-Song, fand ich das auch sehr gut gelungen. Okay. Was sagst du zu Netzwerken allgemein? Allgemein finde ich sind Netzwerke super. Also Netzwerke haben mir persönlich eine Menge ermöglicht. Also ich meine, was geht ab, Excalibur, wäre nicht möglich gewesen ohne Mediakraft. Dass ich in L.A. dabei sein durfte bei The Menschen, wäre nicht möglich gewesen ohne Studio 71. Es gibt eine Menge coole Projekte, vor allem eben diese Channels, die es ohne Netzwerke nicht gäbe. Es gibt eine Menge Leute, die von Netzwerken profitiert haben. Es gibt eine Menge Leute, die ein bisschen verplanter sind oder einfach angefangen haben mit YouTube, da ein bisschen Erfolg gefunden haben und niemanden kannten, der sonst YouTube macht und so weiter. Und für die waren und sind Netzwerke eine gute Möglichkeit, mit anderen YouTubern in Kontakt zu kommen, die Basics zu lernen, Dinge zu lernen, die sich andere vielleicht so ein bisschen selbst beigebracht haben, haben die halt von Netzwerken gelernt. Das kommt halt immer auf die Person drauf an. Und das ist halt genau der Punkt, der bei Netzwerken so ein bisschen, glaube ich, das Problem ist, viele haben das Gefühl, sie müssen in ein Netzwerk gehen. Und gehen dann dahin, obwohl sie es vielleicht eigentlich gar nicht oder zumindest in der Art und Weise nicht brauchen würden, weil sie vielleicht nur auf 1, 2, 3 Services dieses Netzwerkes angewiesen wären, aber die 10 anderen Dinge, die das Netzwerk anderen Leuten sehr erfolgreich anbietet, eigentlich gar nicht brauchen. Und das, deswegen bin ich der Meinung, Netzwerke sind super, man muss aber nur wissen, was man von dem Netzwerk eigentlich will, und dann gucken, ob das Netzwerk das eigentlich liefern kann und ob man selber dafür bereit ist, dann den Preis zu bezahlen, den diese Leistung dann kostet, und ob man bereit ist, dafür dann einen Vertrag über x Jahre abzuschließen. Wenn das alles klar ist, dann gibt es eine Menge Leute, die sehr zufrieden mit Netzwerken sind und bei jedem Netzwerk, also genau. Okay, und was sagst du zu Mediakraft und zum Fall Unge? Dass das mit Unge passiert ist in Deutschland jetzt, hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich war eigentlich überrascht, dass es so lange gedauert hat, dass es passiert ist. Nicht speziell mit Mediakraft, sondern dass generell so ein Fall von so einem sehr publiken
Anti-Netzwerk-Video von einem größeren YouTuber, dass das so lange gedauert hat, weil sich in Amerika, Ray William Johnson, war ein großer Fall, das hat er nicht mit dem Video gemacht, sonst wäre es wahrscheinlich noch mehr ausgeartet, aber der hat sich sehr publik von Maker getrennt und dann auch SMS geleakt und so weiter und Vertragsdetails und was sie mit seinem Kanal vorhatten und mit seiner Marke und so. Und das war damals für Maker schon ein großer Schlag. Die haben das aber sehr gut dann auch abgewiesen, haben ja dann auch den Geschäftsführer gefeuert. Danny Zappin, oder er ist freiwillig gegangen, also die Geschichte ist ein bisschen, ne? Aber in Amerika gab es zumindest schon mal so einen ähnlichen Fall mit Ray. Es gab auch einen vergleichbaren Fall mit Grace Helbig, die bei einem Vertrag, bei einem Netzwerk auch fest unter Vertrag war, aber da war es zwar noch so, dass ihr Kanal wirklich dem Netzwerk gehört hat. Sie war also mehr eine Schauspielerin, die den Kanal quasi als das Gesicht des Kanals betrieben hat. Und sie hatte da auch keine Lust mehr und hat gesagt, ich trenne mich jetzt von meinem Netzwerk. Und hat komplett neuen Kanal aufgemacht und mit Hilfe ihrer ganzen anderen YouTube-Freunde den auch in super kurzer Zeit dann schon wieder auf 1 Million gehoben, irgendwie in ein paar Tagen. Also ähnlich wie Unge das jetzt gemacht hat mit seinem neuen Kanal. Und deswegen, mich hat es überrascht, dass es so lange gedauert hat, dass das mal kommt, weil diese Geschichte, dass Leute unzufrieden sind mit Mediakraft im Netz, das ist keine neue Geschichte, das gab es schon länger. Und das ist eines der größten Gefahren für diese Netzwerkverträge, weil die sind natürlich relativ eher tight, dass man da nicht raus kann in seinen 2 Jahren. Das heißt, wenn irgendjemand mal sagt, so, ja, ich habe jetzt keine andere Option, ich will hier raus, aber ich darf nicht, so, ich habe zwar einen Vertrag unterschrieben für 2 Jahre, aber ich würde jetzt gerne raus, dann ist das so die letzte Schiene. Und es war bei Ray William Johnson nicht anders. Für ihn war die letzte Schiene, das publik zu machen, wie sie ihn so behandeln, um Druck zu machen bei Maker, dass sie seinen Kanal aus ihren AdSense-Konten wieder entlassen, also aus ihrem CMS. Und das ist hier eigentlich nichts anderes. Er war unzufrieden, es gab Probleme und er hat mit dem Video quasi nicht unbedingt Druck gemacht, dass sie seine Kanäle rauslassen, aber ohne dieses Video hätte er seinen neuen Kanal nicht so hochgepusht, weil dieses Drama auch nötig war, natürlich, damit alle darauf aufmerksam werden. Und natürlich bin ich mir sicher, wollte er natürlich auch, dass andere Leute nicht den gleichen Fehler machen wie er und vielleicht ein bisschen bedachter Verträge unterschreiben. Deswegen, ja, war zu erwarten, finde ich, dass das irgendwann mal passiert. Okay. Vielleicht nicht auf dem Level, vielleicht nicht jemand mit 1,8 Millionen Abonnenten, aber irgendwo dazwischen, dass irgendjemand mal das öffentlich macht, was dahinter den Kulissen öfters mal passiert, war zu erwarten, fand ich. Okay. Gibt es einen Ort, wo du unbedingt mal hinreisen möchtest? Ich fände Dubai, finde ich eine faszinierende Stadt, Shanghai, Tokio, eine Menge Städte. Okay. Und LA, weil LA ist immer toll. Und was war das Coolste 2014, beziehungsweise was sind deine Ziele für 2015? Boah, das Coolste 2014, würde ich sagen, war auf jeden Fall The Mansion in Los Angeles. Das war da 2 Monate in dem Haus zu wohnen mit den ganzen anderen coolen Leuten und wirklich einfach nur 2 Monate jeden Tag quasi Abenteuerurlaub. Also wir haben jeden Tag irgendwie was Neues, Cooles erlebt. Von Las Vegas und San Diego und San Francisco und auf irgendwelchen Gun Ranges sein und irgendwelche Pornostars interviewen und keine Ahnung was. Das war einfach, war eine verrückte Zeit und war richtig geil. Und das war auf jeden Fall so mein persönliches Highlight. Und ansonsten ist es natürlich also einfach diese ganze Entwicklung auf YouTube, dieser Wachstum zu sehen. Jetzt wieder Video Day dieses Jahr, also 2014 im Vergleich zu 2013 und so, diesen Unterschied zu sehen, wie das alles wächst und wie Leute das feiern, was man macht. Das ist von Jahr zu Jahr immer wieder geil und wird auch immer wieder geiler, weil natürlich auch immer mehr Leute dazukommen. Deswegen wird es von Jahr zu Jahr irgendwie atemberaubender, wenn dann irgendwie man umringt ist von irgendwie lauter Leuten. Das ist auch immer noch sehr seltsam, aber irgendwie auch, ja, einfach atemberaubend. Ist irgendwie einfach unglaublich. Sehr, sehr weird, das ist ein tolles Gefühl, fühlt sich sehr toll an, aber ist gleichzeitig auch irgendwie sehr, sehr seltsam. Okay. Hier kommen wir jetzt zu meinem letzten Video, das war Super Bowl TV 2.0. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen. Hier kommt jetzt ein Interview mit Ormvorlee, auch sehr sehenswert. Ich freue mich über ein Abo, das ihr hier da lassen könnt. Der Kanal von Robin kommt ihr hier. Die Links zu Twitter, Instagram und Facebook sind in der Beschreibung. Ich freue mich, wenn ihr mir auch da folgt. Nächste Woche Montag, 15 Uhr, 2. Teil des Interviews. Schaltet ein, bis dann. Ciao.